Ein letztes Beispiel zu dieser Problematik soll jetzt mal so gestaltet sein, dass du einfach für eine Reihe von Aussagen, die ich jetzt hier an die Tafel schreibe, einfach feststellst, sind diese Aussagen wahr oder falsch. Ob du das mitschreibst oder nur überlegst, spielt jetzt keine Rolle. Wichtig ist festzustellen, welche Aussage jeweils zutrifft. Siebtes Beispiel sind die Aussagen, war. Mehr brauche ich also nicht hinschreiben. Ansonsten sind sie sicher falsch. 6 Teiler von 24. 13 Teiler von 24 mal 13. 7 ist ein Teiler von 36 mal 14. 12 ist Teiler von 14. 7 ist Teiler von 35 mal 49. Und 4 ist Teiler von 56 mal 35. Eine etwas ungewohnte Schreibweise in der zweiten, dritten und den beiden letzten Zeilen, aber du wirst ganz schnell merken, das ist überhaupt kein Problem. Dass 6 ein Teiler von 24 ist offensichtlich, Begründung 24 durch 6 gleich 4, also wäre das eine wahre Aussage. 24 mal 13 soll Teiler von 13 sein. Ist 13 Teiler von dem Produkt 24 mal 13, da der Faktor 13 in diesem Produkt enthalten ist, brauche ich nicht nachdenken, da interessiert mich also die 24 gar nicht, offensichtlich wahr. Ist 7 ein Teiler von dem Produkt 36 mal 14? Offensichtlich ist, dass die 7 in der 14 enthalten ist. Die Aussage ist wahr. Ist 12 ein Teiler von 14? Falsch. 7 ein Teiler von 35 mal 49? Auf alle Fälle wahr, denn wir wissen, 7 ist sowohl ein Teiler von der 35 als auch von der 49. Und jetzt überlegen wir uns das noch für dieses Beispiel. Ist die 4 ein Teiler von diesem Produkt, 56 mal 35. Ich greife mal vor, von der 35 offensichtlich nicht, aber von der 56, wenn du überlegst, 10 mal 4 ist 40, bleibt ein Rest von 16. 16 durch 4 ist 4. Also hätten wir hier als Feststellung eine wahre Aussage, da 4 ein Teiler von der 56 ist, nämlich 14 mal.